Es kann losgehen, es kann losgehen. Ich bin bereit. Bald kommt Pokémon raus. Oh mein Gott, freue ich mich drauf. Oh ja, Pokémon. Game Capture HD 60S, 1080p und 60 FPS. Das ist gut, das ist gut. Ding Dong, jemand zu Hause? Hier nach, Yalla Yalla! Perimeter offen, Fett. Wir rücken vor. Und da sind wir. Ich übergebe die Angriffskontrolle 3-1. Genau da war ich, wo wir aufgehört haben. Bestätigt. Gut gemacht, Kate. Sie hat die Kontrolle 3-1. Schießt clever. Watch her. Direkt vor. Aufrufen. Jaguar 4-7, hier Echo 3-1. Feuer frei. Echo, Jaguar ist bereit für Befehle. Worauf? Helikopter im Anflug. Abschießen. Gefeuert. Bam. Guter Treffer. Feuer frei. Und bam. Volltreffer. Wir haben. Los weiter. Rakete abgefeuert. Bam. Wie sie fliegen. Oh. Holla. Lass mal schneller nach. Da oben ist was. Laser. Echo, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Bam! Tut mir leid, wenn ich etwas wiederhole, aber. Ich hab's nach oben! Holla. Oh, 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 oh. Oh, ich will die ganze Luft dann halt. Au. Scheiße, unser MTW ist zerstört. Au, 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 au. Helikopter kommt. 4 Uhr 6 Uhr. In Deckung. Oh. Das ist das, was ich machen wollte. Aus dem Hügel. Jaguar ist bereit für Befehle. Okay, gut zu wissen. Oh, hoppla. Meine Güte. Ich muss jetzt wieder reinkommen, es ist früher morgen. Au, da hat mich die Granate erwischt. Glaub ich. Oh, ich hab ihn getroffen. Der ist in Slow-Mo gesprungen. Ich hab den nicht erwischt. Keine Gnade, steht direkt daneben. Juckt mich gar nicht. Echo,
Crew, Jaguar ist in Position. Waffen scharf. Hier, geh mal. General Barkov, er ist hier. Lassen wir das verkraft werden. Ich gehe dann noch mal in Deckung. Alex, Luftangriff anfordern. Wow. Da läuft einer um die Mauer und ich kriege es ihn nicht hin, die zu töten, während ich meinen Laserpointer ab. Ich bin der Einzige, der mit den Laserpointer ein bisschen wehrlos in dem Moment ist. 3-1, Jaguar zurück im Einsatz. Es ist General Barkov. Au. Au. Wo ist meine Deckung? Wo seid ihr? Warum könnt ihr nicht die Leute töten, die auf mich schießen? 3-1, Jaguar zurück im Einsatz. Es ist General Barkov! Er ist hier! Noch jemand, der hier lang möchte? Ach du, okay. Daneben! Fehlanpassung! Wie daneben? Das ist nicht daneben. Ihr habt einfach nur die Leute von mir gekillt. War unfair. Echo, Jaguar ist bereit für Befehle. Wow. Gefeuert. Ich hab jetzt nicht mit einem Heli gerechnet, das rechne ich mit so einem. Entschuldigung. Au. Au. Der bewegt sich. Wie, kein Ziel vorgegeben? Siehst du diesen Heli nicht? Fick! Schade. Das kann aber durchaus mal vorkommen. Ist okay. Echo, Jaguar ist bereit für Befehle. Alter! Der gibt mir halt einfach instant. Ich bin eine Deckung. Ich mach den nicht. Das funktioniert nicht, ja? Willst du mich eigentlich verarschen? Endlich! Habe ich ihn getroffen? Nachladen. 3-1, Jaguar zurück im Einsatzgebiet. Wer? Alex, Luftangriff anfordern! Wohin? Waffen frei. 2 ausgeschaltet. Gefeuert. Nimm das. Mitten ins Gesicht. Mach sie kalt! Hi? Ist hier jemand? Alter! Gesichert. Einfach aus nichts. Echo Team, hier ist euer Startpunkt. Ihr müsst zu Nikolai und die Ladungen holen. Mach das Scope nicht. Bitte ein anderes haben. An die Arbeit. Das schaffen wir. Die sind schwer bewaffnet für ein Labor. Wir können diese Waffen gegen sie einsetzen. Ausschwärmen! 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 Achtung!
schön, dass hier Gas und alles ist, also... Ich glaube, das kann explodieren. Ist hier noch jemand? Ah, da. Oh, da oben auch noch. Warte, 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 ich steck... Ich hab irgendwo festgesteckt. Warte, nachladen. Oh. Weggerannt, dieser. Geh hoch, erster Stock. Da rein, kaputt rein. Oh, da war einer links von mir. Hat die ganze Zeit keiner auf mich geschossen, deshalb war ich der Meinung, da ist keiner mehr. Lebst? Geh hoch, erster Stock! Da rein, nach oben! Da! Banausen, was für Arschkrampen! Die geben mir halt dreckig auf der Schwierigkeitsstufe. Ein Veteran wird echt, eine Tortur. Geh hoch, erster Stock! Da rein! Da rein! Alter, die gibt mir halt instant. Ich weiß schon, dass er kommt. Oh, MP7? Nehmen wir die MP7. Wegrennen! So niedlich die Waffe, ne? Geh zu Stock 3! Das muss wirklich sein. Da ist auch. waren das alle? Sieht so aus. Hi Leute. Alex. Oh, Nikolai. Nikolai. Holt die Sprengsätze. Der Zünder startet die Kettenreaktion. Okay. Die Kessel sprengt, der Rest folgt. Korrekt, nicht verlieren. Wozu helfen? Barkov bringt Schande über Russland. Er muss verschwinden. Spasiba, Nikolai. Ich bring den Rest zu Kreis und Sergeant Garrick. Wir sehen uns später.
Ich habe irgendwie erwartet, dass sie jetzt hier geballert werden, weil es einfach nur irgendwie ein No-Name sind. Ah, okay. Zurückwerfen! Oh, hier ist ja noch einer. Doch, hab ich sie gesehen. Geh mal weg. Ja, dann steh halt nicht im Weg, meine Güte. Ei. Geh mal weg. Wo bist du denn? Der da gehockt hat, weißt du, so im Sinne von. Die finden mich eh nie. Wow. Nee, geh mal weg. War dann doch ein Schritt zu nah. Brandmunition, Bitch. Au. Nein! Okay, das hilft nicht. Ja, ich habe gemerkt, der Feuer war... Puh. War schon froh, dass ich Feuer jetzt hatte. Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Er ist nicht tot. Er war einfach nur verschwunden. Oh. Oh. Alter. Was das Ding einfach aushält. Wieder stecken geblieben. Wieso? Ich hab doch gedrückt gehalten. Ehrlich, ich war nicht mal in der Nähe meiner Granate. Das war dumm. Tut mir leid. Ich muss gucken, wie ich den fertig mache. Ey, schon wieder. Der hat einfach losgelassen. Schon wieder. Einfach losgelassen. Give me.
Okay. War ja einfach. Ein Blinkgranaten hat vielleicht auch was gebracht, ja? Oh Gott, ich dachte... Wir haben ein Problem. Echo, hört ihr mich? Ich höre, Kommando. General Barkov gesichtet. Wiederhole, Barkov ist unterwegs zur Landeplattform. Echo nähert sich den Heizkesseln, Kommando. Platziert eure Ladungen und Roster. Roger, Echo Ende. Du hast ihn gehört. Packen wir es. Zu den Heizkesseln geht Tierlei. Da ist die Tür. Bin dran. Sicher! Was ist los? Zünder ist der Marsch. Und jetzt? Ich gehe da rein. Und tust was? Die Kessel entzünden. Du schaffst es nie rechtzeitig raus. Ich weiß, was ich tue. Farah, hör mir zu. Nein, du hörst mir zu. Wegen diesem Gift gibt es seit Jahren nichts als Krieg für mein Volk. Ich bin nicht hier, um jetzt aufzugeben. Ich will nicht, dass du aufgibst. Ich will, dass du mir den Befehl erteilst. Das kann ich nicht. Commander, bitte. Nenn mich ja nicht so. Sonst was? Irgendjemand muss dieses Feuer entzünden. Und jemand muss Barkov töten. Beides geht nicht. Befehle waren mein ganzes Leben, Pfarrer. An diesen glaube ich. Gib mir den Befehl. Du bist ein Freiheitskämpfer. Du bist eine Anführerin, Pfarrer. Sag es schon. Tu es. Ja, Ma'am. Roger, Echo, wir kämpfen uns zur Pipeline durch. Bereit, Sergeant? Keine Einsatzregeln mehr, Captain? Oh nein. Nicht für den Scharfschützen. Raketendörfer, linke Seite! Scheiße, ich dachte, ich kann da durchrutschen. Bei der Filmsequenz hat irgendwie mein Bild geleckt, aber Gott sei Dank bei der Aufnahme nicht. Ist nicht geleckt, aber... Keine... Was war der Kopf? Kurz regenerieren.
kommen, ehrlich? Auto-Aim nervt manchmal ein bisschen, also die Zielhilfe. Und weiter, Kerl! Bleib da! Na, ich bin schon weiter als ihr. Alles sicher! Bravo, zu mir! Hier geht's zu den Rohren. Das ist, das ist ja, makaber. Sir. Ladungen sind scharf! Das ist Barkov entkommt! Farah, Nikolai, wo seid ihr? Mir egal, wie spät es ist! Ich will sofort Moskau angestrieben! Wiederhole, Barkov hat abgehoben! Ich bin General Barkov! Farah! Niemand ignoriert dich! Habe mir egal, Kontakt. Wie spät es ist! Ich will sofort Moskau! Was? Karin! Scheiße. Er hat sich genau jetzt umgedreht, ey. Warte, habe Sichtkontakt. Wie spät es ist. Ich will sofort Moskau an die Strippe. Ich bin General Barkov. Niemand ignoriert mich. Du! Ich bin noch hier, Farah. Lebe noch. Und du. Farah, ich sagte dir, vor langer Zeit. Dein Land erzeugt Terroristen. Ich bin kein Terrorist. Ich bin Karim. Farah, wie ist dein Status? Captain, Barkov ist tot. Verstanden. Alex, Ladung bereit? Bestätigt, Sir. Alex? Ich komme hier nicht raus. Legen wir los! Danke. Gerne. Bereit, Captain. Roger. Alle Stationen auf mein Zeichen. 3, 2, 1. Bestätigt. Ziele zerstört. Gut gemacht. Karim! In Russland wäre stolz. Wohin? Ursikstan. Heim. Nun, ich bin weit weg von meinem Bier. Russland verleugnet Barkov. Tja, sie hatten keine Wahl, oder? Er ist tot. Das Problem haben sie ziemlich gut gelöst, John. Vorerst. Aber unkontrolliert. Bleibt es nicht. General Shepard hat ihre Akten besorgt. Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger.
Genießen Sie den Tee. Sakajew will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben, mit Macmillan. Damals der Vater, heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gas. Hat er nie erwähnt. John McTavish, SAS, Scharfschütze, Sprengungen, nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest? Bleibt geheim. Außer wir haben einen Deal. Wie heißt dieses Kommando? 141. Er spielt doch davor. Ich war mir den Jahreszeit nicht mehr. Ich war mit den Jahreszeit nicht mehr für Film, aber. Ja, schön. Ghost. Leider ist er ja tot in Modern Warfare 2. Leider, leider. Ja, die Kampagne. Ich fand sie cool gemacht. Ich fand die Mission verdammt cool. Abwechslungsreich auf jeden Fall. Das Finale fand ich jetzt so lala. Hab mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber so im Großen und Ganzen finde ich es extrem krass, was sie hier an Bildern zeigen während des Krieges. Also so, dass die vergifteten Kinder, die dadurch gestorben sind, oder vergasten Kinder. Der Kamerad neben dem Scharfschützengewehr, den der Kopf weggeschossen wird. Terroranschlag auf London, also es, oder einfach nur Zivilisten, die niedergemäht werden. Es ist schon wieder eine Hausmarke von Infinity Ward, sowas herzustellen oder zu produzieren. Aber es hat Spaß gemacht. Kurz und knackig die Kampagne. Hintereinander weg alles. Hat sich angefühlt, als würdest du bei einem Actionfilm mitspielen. Und das ist das, was ich von Modern Warfare haben möchte in der Kampagne. Also bin ich vollends zufrieden. Kann nicht meckern. Ich hoffe jetzt, ich bin jetzt einfach nur gespannt, ob noch irgendwas kommt. Wie gesagt, ich war mir mit den Jahreszeiten nicht mehr ganz bewusst. Ich dachte, es spielt jetzt wirklich danach, aber es ist anscheinend wirklich ein Prequel sozusagen. Und führt jetzt zum Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3. Naja. Vielleicht können wir uns ja ein Remastered nochmal von den anderen Teilen in dem Falle erwarten. Wow. Hätte ich auf jeden Fall nichts gegen. Oh, ich kann vorspulen. Ja, alles klar. Wusste ich. Und ich hatte ein bisschen Gänsehaut mit Gas. Soap, den man ja auf jeden Fall lieben gelernt hat in Teil 2 und Teil 3 von Modern Warfare. Und Modern Warfare 1 ja eigentlich auch. Oder? Ah, nee. Soap kam erst mit MW2 rein? Nee, mit MW1. Schon. Boah, ich habe die Teile lange nicht mehr gespielt. MW1 schon, die Kampagne war ich nicht mehr ganz aufgepasst. Aber okay, jetzt fängst du mit MW1 dann mit den Melonen-Skills an. Also ja, ist da schon gezogen. Also, ein bisschen Gänsehaut habe ich schon bekommen. Und vor allem Ghost. Wiley ist, er bleibt, glaube ich,
Hyänenkopf, der größte Verrat. Aber die Spielemacher wissen anscheinend, dass Ghost so eine Beliebtheit hat, weil dass sie da extra nochmal so Captain Price sagen, oh, den hier, Sam Riley, man weiß nie, wie er aussieht. Gibt nie ein Foto von ihm. Ah, Ghost war toll. Dann sagt er was. Da hätte ich aber lange warten können, wenn ich das normal hätte durchlaufen lassen. Ich werde einfach einmal die Credits durchlaufen lassen. Hier im Video. Einfach nur, um zu schauen, ob da noch irgendwas ist oder nicht. Eine Meldung, irgendwas Besonderes. Wer weiß, wer weiß. Special Thanks. Ja, sind wir doch schon am Ende. Ein Bild. Alex, Gas. Price und Farah. Okay, und hier geht's direkt in den Spec Ops Modus. Die Stadt wurde evakuiert. Al-Katala hat die totale Kontrolle. War mal ein schöner Ort. Also jetzt nicht mehr. Ost und West bauten Verdansk wieder auf. Al-Katala hasste diese Kooperation. Jetzt haben sie Panzer und schwere Waffen. Terroristen mit Panzern. Wer zieht die Fäden? Jemand Neues. Netherhood, wie heißt er? Wissen wir nicht, aber er hat einflussreiche Freunde. Das sind russische Infos. Wo haben wir die her? Mein Gegenpart in Moskau. Die CIA kooperiert mit dem FSB? Nicht zum ersten Mal. Kamarov. Captain Price? Nikolai? Kamarov. Du warst ein böser Junge. Von Ihnen ist das ein Kompliment. Bitte. Wir sind doch Freunde. War ich schuldig? Für Beirut. Sergeant Kamarov wird uns helfen bei dieser Operation. Diese neuen Waffen. Erlauben Al-Katala einen Terrorakt in einen Krieg zu verwandeln. Das ist ein Problem. Für uns alle. Mit einer multilateralen Einheit jagen wir Al-Katalas Anführer und beseitigen die Bedrohung. Sind dabei. Was brauchen Sie? Dann legen wir los. Das ist der Spec Ops Modus. So wird er eingeführt. Ich habe nämlich gestern einmal kurz reingeguckt und da hat es genauso angefangen. So, Continuous in Spec Ops. Ja. Die Geschichte setzt sich fort da drin. Aha. Okay. Gut, muss man schauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei dem nächsten Let's Play definitiv spätestens wieder. Und das wäre dann am 15. November. Pokémon Schwert wird dann Let's Played. Und ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Obwohl, ich werde das wahrscheinlich nicht zum Wochenende hochladen. Egal. Haut rein, Leute. Tschüss mit Öl.